Herzlich willkommen zu einer neuen DevPlay-Folge. Wir sind nochmal in Frankfurt und vielleicht habt ihr schon die ein oder andere Folge mit meinen zwei Kollegen hier gesehen. DevPlay-Kollegen, nicht Arbeitskollegen. Ich bin Jan von Deck 13. Ich bin der Kollege von Keen, Anthony. Und ich bin von Owned by Gravity, der Kollege, und heiße auch Jan. Und irgendwie sind wir ja schon sehr, sehr kollegial inzwischen geworden. Deswegen machen wir heute ein richtiges Streitthema, wo wir uns... Streitthema? haben wir noch gar nicht verraten. Ne? heute ist es Battleground. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben wir haben ein Thema, was trotzdem einen schönen Namen hat. Und zwar wollen wir über die Golden Hour sprechen und sagen, was ist die Golden Hour? Die goldene Stunde, das ist nicht, wenn die Sonne untergeht und alles in... Obwohl, irgendwie manchmal fühlt es sich an, als würde die Sonne untergehen, wenn man an diesem Teil des Spiels arbeitet und einiges anderes geht vielleicht auch unter. Unter der Golden Hour versteht man in der Spielentwicklung die erste Stunde des Spiels, in der sich statistisch gesehen die meisten Spieler aufhalten, weil nach hinten raus immer welche dann doch nicht das Spiel zu Ende spielen. Und außerdem ist es die Zeit, in der ein Spieler entscheidet, ob ihm das Spiel jetzt gefällt, ob es ihm nicht gefällt. Und von daher versuchen die Entwickler oft, gerade in der ersten Stunde alles reinzupacken, um dem Spieler zu zeigen, hey, das ist ein tolles Spiel, spiel es bitte weiter. Das gilt vor allem für Spiele, die man zurückgeben kann, die man für Geld kauft. Da ist hat sich eine neue Entwicklung in den letzten 10 Jahren vielleicht ergeben, und zwar seit Steam eine sehr relevante Plattform ist und Steam den Refund eingeführt hat, was noch nicht 10 Jahre her ist. Nee. Gefühlte Ewigkeit. Seitdem gibt es die 2 Stunden sind es, glaube ich, die man hat, um das Spiel zu spielen, bevor man es zurückgeben kann. Sodass die Golden Hour jetzt faktisch gesehen für Leute, denen ein Steam-Release wichtig ist, Golden 2 Hours geworden sind. Und in dem muss alles ganz super sein. Unsere Themen für heute sind, was heißt das für uns? Hat das Einfluss auf die Entwicklung? Hat das negativen Einfluss auf die Entwicklung? Wie gehen wir damit um? Oder ist es uns egal? Und da fände ich es gerade mal spannend, wenn wir vielleicht mal wieder bei dir anfangen. Ja, okay. Na gut, der hat es ja noch schwerer, weil er hat... Ich habe es am schwersten. Sowieso. Aber im Online-Bereich, wo du Free-to-Play hast, da musst du ja in den ersten 30 Sekunden dein Onboarding schaffen, weil die Entscheidung viel schneller gefallen ist. Also da würden die Leute sich lachen, wenn sie eine Stunde Zeit hätten und sagen, das ist ja schon fast mal 30 Viertel bei meinem Spiel irgendwie. Das ist wahr, ja. Also ich meine, wenn man jetzt bei Mobile-Free-to-Play-Spielen darüber nachdenkt, ist die Spanne auf jeden Fall viel kürzer, logischerweise, um irgendjemanden zu kriegen. Fängt die Spanne schon an, wenn er die Storepage überhaupt mal aufmacht, genau, und sich die Screenshots anguckt und sich denkt so, mache ich da jetzt weiter, drücke ich jetzt diesen Install-Knopf oder nicht? Also da ist sicherlich ein sehr relevanter Punkt, wie schnell man Leute abholen kann in irgendeiner Form. Das war es eigentlich irgendwie ja schon immer, ehrlich gesagt, selbst bei Arcade-Spielen, du läufst in so eine Spielhalle, gibt es ja heute kaum noch, und wie kriegt dann so ein Automat die Aufmerksamkeit, alles schreit möglichst laut und macht da ein riesen Feuerwerk, wer wirft dir jetzt mal einen Dollar ein, ne? Also keine sehr neue Erfindung, würde ich sagen. Ich muss zugeben, bei PC-Konsolensachen, die wir jetzt so auch noch parallel machen dazu, die nicht Free-to-Play sind, denken wir da jetzt nicht sehr aktiv drüber nach. Sollten wir vielleicht mehr machen. Kann man ja refunden, theoretisch. Aber klar will man sein Spiel irgendwie mitnehmen, weil selbst wenn die Leute das Spiel schon gekauft haben, was natürlich ein anderer Zustand ist, als wenn man es noch nicht gekauft hat, ist das Attachment natürlich schon mal größer, sich dann ins Spiel auch irgendwie reinzufressen und zu gucken, ja, jetzt habe ich schon gekauft, jetzt probiere ich es auch wirklich aus. Mhm. Aber wenn die Leute nicht dabei bleiben, ist es auch generell schlecht, weil dann können sie ihren Freunden davon erzählen, wie toll das Spiel ist, und die kaufen sich dann auch alle, was man ja immer sich ausmalt und hofft, dass es passiert. Das heißt, die Leute bei der Stange zu halten, ist natürlich schon wichtig, und überhaupt erstmal das Verständnis fürs Spiel zu schaffen, was geht überhaupt ab, was sind die Regeln. Dieser Tutorial-Teil, der so gehasst wird von Spielern, genau, wie aber auch trotzdem in irgendeiner Form notwendig. Aber das ist halt aus anderen Gründen ein relevanter Punkt, finde ich, wo so ein ziemlicher Eiertanz stattfindet. Wie balanciert man das aus? Also ich persönlich bin kein großer Fan von Tutorials, die irgendwie ein Muss sind und lange dauern und alle möglichen Sachen abfragen. Aber ein paar Sachen muss man natürlich erklären und sagen, Leute, was für ein Scheiß verstehe ich nicht. Jan, wieso ist das gegenläufig? Naja, das Tutorial dient ja dazu, nach und nach zu verstehen, sozusagen, wie dein Spiel funktioniert. Und das willst du ja so machen, dass du sozusagen dementsprechend nicht alles, was dein Spiel kann und macht, in den ersten 3 Minuten hast, weil sonst wirst du halt zugeballert, hast keine Ahnung, was passiert, kannst nicht agieren, hast dann im Zweifelsfall keinen Erfolg im Spiel. Das heißt, du lernst nicht, wie dein Spiel funktioniert, kannst die Regeln nicht anwenden und verlierst. Und dann bist du frustriert und findest doof und schmeißt in die Ecke. Gleichzeitig soll aber in den ersten 3 Minuten dir schon das Gehirn explodieren und du sollst halt sagen, boah, das ist das Geilste, was ich hier gespielt habe, ich will unbedingt weitermachen und hin und her. Und das Spiel soll schon alles zeigen, was es irgendwie kann.
Und das ist ein bisschen gegenläufig, weil beim einen geht es darum, so wenig wie möglich, und beim anderen geht es darum, so viel wie möglich. Plus, du hast ja, wenn du jetzt Spiele hast, die irgendeine Form von Story zum Beispiel noch mitbringen, hast ja auch ein Thema, wo du zwar auch mit irgendwie krassem Anfang anfangen fängt kannst. Fängt mit einem Twist an. Ja, fängt mit einem Twist an. So, ja, aber ich kenne den Charakter noch nicht, interessiert mich auch nicht. Genau. Aber aha, ich habe dich betrogen. Aber das funktioniert nicht, wenn man keine Vorgeschichte hat. Ja, also das heißt, du erzeugst dann eher Verwirrung. Das heißt, dieses Thema, was du eigentlich mit so einem Aufbau im klassischen Roman oder sowas hast, wo du halt was aufbaust, das ist gegenläufig zu, eigentlich sollst du schon das komplette Ding erfassen. Du meinst, so Game of Thrones, du liest irgendwie 6 Stunden und sagst, aha, ich habe jetzt 80 Namen gelernt, aber was passiert hier eigentlich? Das ist eine Möglichkeit, aber also, oh, jetzt Game of Thrones bashing, muss man vorsichtig sein, aber jetzt, wenn du dir anguckst, wie sozusagen die ersten Sachen passieren, wo die Charaktere eingeführt werden und noch mehr eingeführt wird und du weißt eigentlich gar nicht so richtig, was Sache ist und es kommt noch jemand dazu, der wieder eine Seitenstory hat, versus jetzt gegen Ende bei der Serie, wo man sieht, okay, sie haben ein Ende und das muss jetzt auch echt passieren, jetzt wird aber irgendwie abgefeuert. Da siehst du genau den Effekt. Bei dem einen wirst du sozusagen so ein bisschen mitgenommen, bei dem anderen wirst du vollgeballert bis zu einem gewissen Grad und das ist fast eine Atemlosigkeit. Und wie balanciert man das gegeneinander? Ja. Das ist, finde ich, schwierig. Und das, ich meine, es gibt einen klassischen, den ich auch inzwischen nicht mehr mag, so die erste Reaktion. Also am Anfang waren Tutorials wie, da hat man gedacht, da muss man die Spielregeln erklären. Anleitung lesen. Manual, hier ist ein Manual, das auf dem Screenshot ist und du darfst zwischendurch klicken. Dann gab es diese du musst den Leuten das Einatmen und Ausatmen beibringen, Tutorials so. Gehe nach einen Schritt nach da, gehe 2 Schritte nach rechts, drücke auf diese Taste. Oh, du bist gesprungen, drücke nochmal auf die Sprungtaste. Oder so, ja, okay, ich habe jetzt 43 Spiele gespielt, irgendwann ist gut. Ja. Inzwischen ist es ja oftmals eleganter gelöst, also weil sozusagen bestimmte Grundvoraussetzungen tatsächlich einfach angenommen werden und du eben schon in die Geschichte eingeführt wirst. Aber es gibt auch oft, und das finde ich zum Beispiel, die mag ich nicht, aber das ist sicherlich Geschmackssache, es gibt diese, wir können dir noch nicht alles zeigen, so dass es wirklich als Spiel ist, aber wir wollen dir alles zeigen. Mhm. Also was machen wir? Wir ballern alles rein, du kommst gleich in eine Riesenschlacht rein. Das ist irgendwie, Riddick hat es damals als eines der ersten Spiele, die ich kannte, gemacht, wo du reingekommen bist und es gab eine Riesenballerei und überall Tod und Vernichtung und du musstest irgendwas total Krasses machen und du hast keine Ahnung gehabt, was passiert ist. Und weil du dann gleichzeitig, wenn du nicht sterben durftest, haben die halt den Schwierigkeitsgrad auf 0 gedreht, sodass du, egal was du getan hast, immer irgendwie durchgekommen bist. Und irgendwann musstest du zur Rampe laufen, dann warst du eine Rampe drin und dann fing das Spiel an. Dann wurde es plötzlich ganz leise und du so, okay, jetzt hast du auch nur noch deinen Dolch und nicht gleich die irgendwie Superwumme. Und dann haben die praktisch versucht, genau dieses, wir zeigen dir, wie das Spiel sich am Ende spielt, bevor wir dir zeigen, wie das Spiel geht, zu machen. Und auch das finde ich eigentlich ungut, weil du ich bin, vielleicht liegt es an meiner Langsamkeit im Hirn, ich bin dann immer verwirrt in erster Linie und denke so, weil ich will ja irgendwie das Spiel spielen und nicht einen interaktiven Trailer sehen, in dem ich eigentlich, egal was ich tue, immer nur so irgendwie 3 Schritte machen muss und dann habe ich es halt gepackt. Das ist ja gar nicht das Spiel. Das heißt, ich zeige mir von der visuellen Seite, was das Spiel ist oder von der Menge von Sachen, aber das ist nicht die Spielerfahrung, die ich eigentlich machen werde. Das heißt, auf jeden Fall hat die erste Stunde, die wichtige, oder die ersten 2 Stunden, haben was mit einem Tutorial zu tun. Der Spieler kommt rein ins Spiel und das muss man noch mit bedenken. Also, du musst das Spiel erklären, du musst den Spieler fesseln, du musst ihn für die Story interessieren und du musst gleichzeitig sozusagen deine Welt, und wenn es eine Welt gibt und so, musst du ja alles einführen. Also wenn du in einer Welt spielst, wo irgendwie fliegende Fische unterwegs sind im Space, dann habe ich nicht notwendigerweise sofort eine Idee, was das bedeuten soll. Und kann es sein, weil, wie du es gerade gesagt hast, man versucht alles auf einmal, kann es sein, dass Leute da vielleicht auch wirklich zu viel auf einmal wollen und sich vielleicht auf eins konzentrieren sollten, weil man vielleicht den Spieler nicht ernst genug nimmt, dass man sagt, der ist doch sofort wieder weg, wenn wir ihm, keine Ahnung, seine tollste Rüstung nicht zeigen. Oder der ist doch sofort wieder weg, wenn er nicht weiß, dass er später noch in tollen Dungeons unterwegs ist oder auf Drachen reiten kann oder mit Panzern rumfahren kann. Das muss da an den Anfang rein. Ist es vielleicht zu sehr gedacht, der Spieler ist jetzt in Anführungszeichen zu blöd, wir müssen dem das alles zeigen, sonst glaubt er uns das nicht. Denn jetzt, wenn wir doch nochmal den Vergleich zu einer Fernsehserie jetzt machen, so Film ist ein bisschen schwierig, aber wirklich eine Serie, wo man sagt, da gucke ich mir auch die erste Folge an, irgendwie den Pilot und die zweite. Klar will ich wissen, worum es geht, aber ich kann ja das Setting verstehen, ich kann ja verstehen, worum es geht, ich kriege ein paar Leute, eine Stunde ist ja nun auch nicht so kurz, da kann ich ja schon einiges drin unterbringen.
Aber ich werde eher neugierig gemacht auf die Sachen, die danach kommen. Das geht ja auch. Ist es so, dass die Leute vielleicht zu sehr daran denken, wir müssen alles verballern, alles Pulver verschießen da am Anfang? Naja, ich meine, also man sieht das ja durchaus bei Fernsehen, siehe auch bei Game of Thrones. Die erste Folge fängt ja auch reiserisch an, so hatte ich mich noch schwach daran erinnert. Ja. Und schalten dann einen Gang runter sozusagen. Und das ist ja auch ein probates Mittel, weil ja, die Leute haben halt nicht viel Zeit, teilweise sich mit irgendwelchen Content auseinanderzusetzen. Und die Frage ist halt, mit was machen sie es dann? Ja, das, was man einen mitnimmt natürlich in irgendeiner Form, wo man denkt, das ist jetzt was, wo ich was erwarten kann, was so Spannendes passiert. Ja, so einen richtig guten Spagat, da strugglen wir wahrscheinlich alle mit, den zu finden. Wir haben auch schon Verschiedenes versucht mit, wie du sagst, Dinge mit aufregenderen Sachen anfangen lassen, aber es ist alles total einfach. So was ist mir eigentlich auch schon teilweise mitten im Spiel passiert, bei anderen Spielen, wo dann mal was Spezielles passiert, bei dem man chartet, so super dramatische Szene, überall wird rumgeballert. Und dann bin ich halt einfach stehen geblieben und es ist halt einfach nichts passiert. Also man war gar nicht unter Zeitdruck, so ungefähr. Es wirkte nur so. Also, und ob das dann so schlimm ist, wenn man das am Anfang mal macht, weiß ich jetzt nicht. Ich denke persönlich nicht. Bei den Portalites haben wir das jetzt nicht gemacht. Aber auch da kann man sich drüber streiten, wie spektakulär das sozusagen ist. Und sicherlich ist es halt schon wichtig, die Leute irgendwie mitzunehmen, mit welchen Mitteln auch immer. Oder was auch immer sie suchen in einem Produkt, was sie dann jetzt gekauft haben. Wenn sie gekauft haben, wie gesagt, hat man zumindest schon mal das Glück, dass die Leute irgendwie investiert sind in das Ding. Ja. Also nicht in dem Sinn, dass ich habe schon ihr Geld, super. Ja, sie haben sondern ein Grundinteresse daran, das zu spielen, weil sie irgendwie. Genau, sie wollen die Zeit investieren. Ja, also das ist halt einfach schon eine relativ ausgemachte Sache. Gut, es gibt viele Leute mit Steam Libraries, die sie nie gespielt haben, aber zumindest ist die Wahrscheinlichkeit größer. Bei anderen Sachen wird es halt einfach schwierig. Wie kriege ich die Leute dazu, das mitzunehmen? Und ich glaube, das ist schon, wie auch bei dem Streaming-Thema, was wir vorher nochmal hatten, ein relevanter Faktor. Ja? Wenn das Ding erst eine Stunde losgeht. Ja klar, also eine Stunde halt mich langweilen ist natürlich, aber es gibt ja nochmal einen Unterschied. Also diese Golden Hour und eben dieses Onboarding sind ja, also natürlich willst du kein Spiel machen, wo du sagst, also eigentlich ist es total ätzend, 3 Stunden lang tut es echt weh und danach wird es geil. Also gibt es auch. Sowas gibt es, ja. Das sind ja auch wieder ein eigenes Genre. Spielen öfter mal gesagt. Ja, aber es gibt ein eigenes Genre sozusagen. Also was ich, der klassische Dungeon Crawler oder die klassischen Roguelikes sind ja genau das, die halt was sagen, hier stirb nochmal und irgendwann hast du es halt drauf und dann wird's geil. Aber ich glaube schon, weil du sagtest, die werden die Spieler unterschätzt, es ist eine Frage der Frustrationstoleranz zum einen, klar, die ist statistisch gesehen geringer, als sie es vielleicht früher war, weil es auch nicht mehr sein muss, also ich muss mich nicht frustrieren lassen, ich habe meine Zeit nicht gestohlen, was soll ich mich über ein Spiel ärgern. Damit ich es irgendwann erreichen kann. Andererseits, Dark Souls sozusagen lebt ja davon, dass es anstrengend ist. Das hat halt wieder eine Nische besetzt, die halt vorher nicht besetzt wurde. Genau. Die haben sehr lange gepitcht, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und das, glaube ich, hat nicht sofort jemand haben wollen. Ich meine, ihr habt ja sowas. Ihr habt ja genau, ihr sagt ja, eigentlich habt ihr ein Spiel, was davon lebt, dass du sowas wie Timing kennen musst und das geht über Übung. Also das kannst du ja über nichts anderes verstehen, als über angucken, wie die funktionieren, irgendwie die Patterns erkennen und dann dein Timing drauf abstimmen. Wie mache ich das denn? Also macht ihr das so, dass ihr am Anfang sagt, da ist eigentlich scheißegal, wo du hinhaust, kannst überall hinhauen, kannst dich auch umdrehen und nach hinten hauen, es wird immer klappen, um diese positive Erfahrung zu haben, weil das ist ja ein klassisches Mobile-Game-Thema ist, die Leute werden mit Belohnung zugeworfen, um sie irgendwie bei der Stange zu halten. Einfach immer Zucker reinwerfen, weil sobald die nicht mehr auf Vollflash-Zucker sind, sozusagen wird es langweilig. Gut, hoffentlich nicht zu stark, aber ja, gut, aber schon bei vielen Titeln dreht sich die Spirale höher. Wenn du ein Mobile-Game spielst und du machst irgendwie Ding, dann machst du bing, so, du hast eine Taste gedrückt. Man sollte besser nicht verlieren, das ist also auf jeden Fall ein Thema. Darfst auf keinen Fall verlieren. Und bei euch? Also so ganz machen wir es nicht. Also wir haben ja bei The Search Teil 1 haben wir ja tatsächlich versucht, wir haben einen relativ ruhigen Einstieg, die ersten 10, 15 Minuten, du spielst noch nicht das richtige Spiel, du bewegst dich nur durch das Level. Man kann trotzdem im Tutorial sterben, wie ich rausgefunden habe. Ja, das kommt dann aber danach sozusagen. Also wir haben wirklich die ersten 10 Minuten sind so Erzählminuten gewesen da drinnen. Es hat aber auch einfach gut gepasst. Also es hat sich so ein bisschen, das ist gut zusammengefallen. Es war nicht, also ineinander gefallen, nicht kaputt auseinander. es hat, von daher war nicht künstlich. Es war nicht so, dass wir gesagt haben, boah, irgendwie das passt nicht, sondern es hat sich immer ein bisschen gesteigert. Und wie gesagt, eine Stunde ist ja schon ein bisschen Zeit, in der du was machen kannst. Wir haben tatsächlich bei Teil 1 aber die Sache gehabt, dass wir dann nach so einer Stunde oder anderthalb einen relativ schweren Gegner hatten, der viele Leute komplett aus dem Spiel rausgeballert hat, die dann gesagt haben, war eigentlich ein schönes Spiel, aber da habt ihr mir schon gezeigt, der war zu hart, das ist nichts für mich.
Weswegen wir jetzt gesagt haben, auf deine Frage soll am Anfang alles easy peasy sein und so, haben wir gesagt, das hilft ja nichts, wenn wir trotzdem ein herausforderndes Spiel haben wollen. Wenn du dann am Anfang irgendwie überall hinhaust und alles fliegt weg und du bist ganz toll und auf einmal sagt das Spiel, so bin ich eigentlich gar nicht, hilft ja eigentlich gar nichts. Was wir gesagt haben, ist aber, wir ziehen trotzdem die Herausforderungsschwelle langsam hoch. Das heißt, wir sagen, es wird immer ein bisschen schwieriger, aber du weißt schon von Anfang an, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, du weißt, was es für ein Spiel ist. Das musst du nicht in den ersten 60 Sekunden haben, aber in der ersten Viertelstunde solltest du wissen, oh Mann, der muss ich echt aufpassen, der hat mir jetzt echt auf die Mütze gegeben, ich habe nicht hingeguckt, jetzt bin ich tot. Okay, ich muss wohl ein bisschen gucken. Also, dass man das auf jeden Fall drin hat. Was wir aber nicht machen ist, wie es ja auch andere ähnliche Spiele gemacht haben, hey, ich laufe 5 Minuten, das Spiel erklärt mir gar nichts und wenn ich nicht aufpasse, kriege ich irgendwie einen Schlag ab und bin tot. Und das Spiel sagt, na, siehst du, so bin ich. Sondern eben, ja, weil dann sagen natürlich einige Leute, ja, das bist du, kann ja sein, aber ich bin raus. Ja. Und weil wir gemerkt haben bei Teil 1, dass aber viele Leute quasi drin geblieben sind, weil sie es spannend fanden, aber dann war auf einmal irgendein Punkt, wo sie gegengerannt sind, haben wir gesagt, lass uns doch diesen Punkt so machen, dass die Pros immer noch irgendwie was Besonderes kriegen, wenn sie es auf eine tolle, herausfordernde Art spielen, aber die anderen haben auch gelernt, wenn ich so spiele, kann ich es überleben. Aber ich merke schon, das Spiel ist anspruchsvoll. Und so haben wir eher versucht zu sagen, nee, es gibt nicht dieses, du bist der Held, du kannst alles, sondern du bist eher der, du kannst noch nicht so viel, du hast Probleme, geh in das rein, was das Spiel von dir will, rüste dich aus, crafte dir deine Sachen, lerne das von Anfang an, damit du besser wirst. Und das ist eher die Idee, dass wirklich das Prinzip mehr im Spiel drin ist als das Spektakel irgendwie. Aber auf jeden Fall sagen wir auch, in der ersten Stunde, in den ersten 2 Stunden müssen spannende Momente sein. Das heißt, es muss nicht die ganze Zeit alles irgendwie auf dich einballern, aber du musst, nach 5 Minuten muss was Interessantes passieren, nach 15 Minuten muss was Besonderes passieren, nach 60 Minuten muss was Interessantes passieren, aber eben nicht die ganze Zeit ganz toll und dann hast du es gekauft, Refund vorbei, langweiliges Spiel. Danach kommen nur noch Testspiele. Ja. Diese Gefahr besteht ja, zu sagen, wir hauen alles in den Anfang, super, ist sozusagen unser Mega-Trailer und danach ist es langweilig. Und ich glaube tatsächlich, dass sich die Spiele ein bisschen dahin entwickelt haben, seit der Digitalmarkt stärker ist. Das heißt, was ihr vorhin gesagt habt, wenn man investiert ist, dann bleibt man auch länger dabei und dann haben wir auch länger Zeit zu erzählen. Das stimmt. Wenn ich mir auch ein Buch gekauft habe, dann blätter ich halt doch nochmal weiter oder setze mich eine Stunde dran und sage, ich habe jetzt gelesen, jetzt bringe ich es morgen zurück. Mhm. Wenn ich das Ding wirklich im Laden gekauft habe und tue das irgendwie in meine Konsole und beschäftige mich einen Abend damit, dann kann ich auch 3-4 Stunden spielen, bis es richtig losgeht. Oder 10 jetzt mal bei einem Skyrim oder so, wo ich sage, also die ersten 10 Stunden, die waren so-so, aber das Spiel sah geil aus und boah, auf einmal hat alles einen Sinn für mich ergeben und es war irgendwie meine tollste Erfahrung. Ich glaube, das geht wirklich nicht mehr so gut. Ich glaube, da muss man gucken, wie kriegt man das in 1-2 Stunden hin, wenn es einem wirklich darauf ankommt, möglichst viele Leute zu binden. Weil du eben, wenn du es runterlädst und sozusagen geübt da drin bist, du hast eine große Library, spielst vielleicht einige Sachen nicht, sagst, ich weiß schon, 1-2 Stunden, dann muss ich raus sein, wenn es mir nicht gefällt, dann kriege ich nämlich ein Geld zurück. Das macht man dann auch eher. Und ich glaube, das muss man schon mitnehmen. Aber was auch übertrieben wäre, gerade bei uns, wie wir Spiele machen, wäre zu sagen, dass wir nur darauf schielen und sagen so, bah, das muss jetzt, das müssen wir erreichen und diese 2 Stunden, das ist eine ganz festgelegte Grenze. Es ist aber durchaus so, dass wir sagen, wenn in den ersten 1-2 Stunden, irgendwelche dramatischen Fehler drin sind, irgendwas oder irgendwas gar keinen Spaß macht, das darf nicht sein. Also es muss raus. Das heißt, also da ist mehr Polish drin als am Ende. Zu sagen, hoffentlich ist nicht mehr Polish drin, aber da darf auf jeden Fall nichts mehr drin sein. Das heißt, statistisch gesehen ist da wahrscheinlich mehr Polish drin. Also es geht nicht, du kannst nicht sagen, es ist überall Polish drin, aber da ist am meisten, du kannst ja positiv formulieren. Wir würden es nicht sozusagen traden, aber wir sagen, wenn wir die Liste haben, was müssen wir zuerst abarbeiten, sagen wir, der Anfang muss richtig gut sein, das heißt aber nicht, das Ende darf ruhig scheiße sein, sondern das heißt, was wir tatsächlich machen, wenn die Ressourcen knapp werden, ist zu sagen, okay, Anfang muss richtig gut sein, was muss noch richtig gut sein bis zum Ende? Dann sagen wir, hier ist ein Höhepunkt, den dürfen wir nicht vergeigen. Hier ist eine Strecke, da darf das Spiel auch einfach mal nur, was weiß ich, das Grinding machen oder das Spiel erleben. Da halten wir uns einfach zurück. Da sozusagen muss er halt durch, aber hoffentlich gefällt es ihm. Aber der Schluss darf nicht vergeigt sein. Ne? Wenn jemand irgendwie beim Schluss ankommt, das hat mal hier der gute, wie heißt der, David Cage von hier Heavy Rain und so gesagt. Er hat gesagt, ich glaube, sein erstes größeres Spiel war Fahrenheit oder Indigo Prophecy, wo er gesagt hat, ich habe gelernt, das Ende ist genauso wichtig wie der Anfang, denn dann hören die Leute auf zu spielen und schreiben ihr Ergebnis irgendwo auf oder raten das Ding. Und wenn die dann gerade eine miese Erfahrung gehabt haben oder das Ding hört auf und völlig unerwartet, dann ist das letzte Gefühl, was übrig bleibt. Das heißt, der Schluss ist auch wichtig, den darf man nicht versauen. Aber der Anfang darfst du auch nicht versauen.
Spiele leider nicht fertig spielen. Genau, also das ist, da kommen wir zum Anfang. Statistisch gesehen sehen halt einfach sehr viele Leute das Ende nicht, wohingegen jeder, der das Spiel anfängt, den Anfang sieht. Ja. Insofern ganz allein deswegen schon. Ich meine, klar, also ich erinnere mich gerade, also wir haben lustigerweise unser aktuelles Thema ist auch bei Fantasy General, ist es eben die Frage, weil es ja Strategiespiel ist, das heißt, du musst mir erklären, welche Sorte Einheiten, also was ist der erste Eindruck eigentlich, den du jetzt für die ersten 10, 20, 30, 40 Minuten, und was du schon sagst, finde ich eigentlich spannend, es geht ja gar nicht darum, unbedingt ein Feuerwerk abzuziehen, das war, glaube ich, das sozusagen die erste primitive Umsetzung von dieser Idee, sondern es geht darum, die Kernpunkte des Spiels, wenn es ein schweres Spiel ist, dann halt das. Ja? Und wenn es ein Spiel um Bauen ist, dann das. Und wenn es ein Spiel über Drachenfliegen ist, dann will ich nicht 40 Minuten lang laufen, bevor ich einen Drachen fliegen kann. Genau. Also du musst einfach das, was die Essenz des Spiels sehr klar, sehr viel klarer sagen können. Und das muss sozusagen von allen Faktoren her dem Spieler vermittelt werden in dieser Golden Hour. Und das ist dann gar nicht mal die Frage nur nach Schwierigkeitsgrad, sondern es ist vielleicht eher die Frage nach sich selber klar werden, was ist die Essenz? Um was geht es denn wirklich hier? Na klar, warum haben die Leute das Spiel gekauft, potenziell? Ja, was ist die Erwartung? Wie können wir sie jetzt dann damit auch mitnehmen, logischerweise? Also hoffentlich ist man ja seinem Titel dann irgendwie treu und versucht nicht irgendwas als was anderes zu verkaufen. Das macht ja auch wenig Sinn. Ja, aber wenn der Titel ist Nahtoderfahrung, dann ist es halt das. Dann ist es halt dauernd sterben. Ja? Klar, dann, ich meine, also jetzt nochmal bei den Mobile-Sachen, wenn man jetzt Free-to-Play betrachtet, ist natürlich auch so, klar, die Day-One-Retention, wie es so schön heißt, ist natürlich super wichtig, aber die Day-30-Retention ist ebenfalls sehr wichtig. Das ist das, was das Geld bringt. Da wird halt mehrere Sachen gemessen, um zu gucken, bleiben die Leute überhaupt im Spiel, weil jetzt mal kurz so ein Ding angucken, sagen wir aber ganz... Erklären, was das Retention ist quasi, dass Leute wieder ins Spiel zurückkehren. Also man hat das Spiel mal angeschaltet, mal hat es installiert, super Sache, die Leute haben unser Spiel, perfekt. Jetzt kommt man sie überzeugen, nach einem Tag sich wieder damit zu beschäftigen, sozusagen. Also es ist irgendwie hängen geblieben in ihrem Kopf und sie haben nicht das nächste Ding im Store blinken gesehen. Dann ist aber auch die Frage, bleiben sie dem Ding halt treu? Also macht es wirklich Spaß, dass sie da länger drin sind? Ja, weil nur, wird man irgendwann auch mal Geld verdienen mit den Leuten, weil innerhalb der ersten 2-3 Stunden ist wahrscheinlich noch nicht ganz so viel weit her. Ja. Und dementsprechend ist es da natürlich genauso wichtig, irgendwie ein langlebiges, hoffentlich gutes Spiel zu machen, ob man jetzt Free-to-Play mag oder nicht. Ja. Und genauso wie bei einem Box-Produkt, wo man einfach nur mehr Zeit hat, das den Leuten zu erklären, was der Spaß an diesem Spiel ist, sie wieder in der Hand zu nehmen. Hört sich vielleicht sehr, 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 sehr einfach an und man könnte auch mit gesundem Menschenverstand drauf kommen, aber am Anfang muss man halt die Leute von seinem Spiel überzeugen, ob der Anfang jetzt ein Tag ist oder 2 Stunden oder eine Stunde, aber irgendwie muss man es hinbekommen, dass die Leute einfach Bock haben, das Spiel weiterzuspielen, und natürlich muss man aufpassen, dass sie sich nicht irgendwie verarscht vorkommen, weil sie dann die gefakten Screenshots im Trailer, die man wie gefakte Screenshots, das ist genau das Ding. Erstmal wird neugierig gemacht, man gibt Geld aus und dann, wenn das Geld weg ist, kommt nichts Cooles mehr, ist jeder enttäuscht. Man kennt es sogar von Kinofilmen, wenn im Trailer alle geilen Szenen des Films drin sind und sitzt dann da und sagt, okay, habe ich gesehen, kann ich auch nicht mehr drüber lachen, irgendwie ein bisschen gemein war es schon. Also ich glaube, das Gefühl, muss halt aufpassen, dass sich das Gefühl nicht einstellt. Aber man muss einfach die Arbeit da rein investieren, zu gucken, wie kriege ich mein Spiel so hin, dass es die Leute mitnimmt am Anfang. Und je nach Plattform, je nach Spiel, wie viel Zeit habe ich dafür? Und manche haben halt eine Minute oder dann einen Tag, manche haben eine Stunde. Stunde ist, glaube ich, trotzdem immer noch ein guter Richtwert generell. Naja. Wenn mal einer sich hinsetzt und ein bisschen Zeit investiert, ist, glaube ich, eine Stunde schnell rum. Und in der muss irgendwie was Gutes passieren. Eine Stunde ist ziemlich schnell rum. Jetzt sind 23 Minuten rum. Oh, aber Gottes Willen. Es ist hoffentlich genug Gutes passiert, dass wir einfach aufhören können. Jetzt. Golden 23 Minutes, die wir versucht haben zu verwenden, um euch zu überzeugen, haben wir das hoffentlich geschafft. Vielleicht auch nicht. Sagt uns auf jeden Fall auch, wie euch die Folge gefallen hat und ob das Thema spannend für euch war. Was fällt euch ein? Gibt es Spiele, die Golden Hour besonders gut hinbekommen haben, besonders schlecht hinbekommen haben? Kennt ihr gute Beispiele? Kennt ihr Negativbeispiele? Und natürlich immer spannend für uns, was für andere Themen interessieren euch? Was wollt ihr wissen über die Spieleentwicklung? Wo wollt ihr mal hinter die Kulissen gucken? Immer wenn Jan Wagner dabei ist, werden alle Geheimnisse verraten, egal welche Schweigeverträge, weil du immer alles erzählst. Über neue Konsolengenerationen. Raus mit den Informationen. Ich lass mich nicht von der Angst regieren. So sieht's aus. Von daher, her mit allen Fragen. Wir verraten alles, was noch nicht verraten wurde. Ansonsten guckt unsere vergangenen Folgen. Genau. Schaltet wieder ein bei Spoiler TV. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.